Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Ich beginne wie immer mit den Industrie-News und ich beginne diesmal mit Leica. Die haben die M11 vorgestellt, 60 Megapixel, wer das braucht. Aber interessant ist vielleicht 64 GB internen Speicher. Wer hat schon mal eine Speicherkarte vergessen für ein Shooting? Haben wir alle, ne? Und da ist also zusätzlich 64 GB intern eingebaut für die Deppen, die, so wie ich, dauernd die Speicherkarten vergessen. Also ja, macht doch total Sinn. Ich meine, Speicher kostet doch heute nichts mehr. Liebe Sony, Canon, Nikon. Und wenn es nur 16 GB sind oder so, einfach so einen kleinen Mini-Backup-Speicher, wäre gut, oder? Nebenbei, die gute alte Fuji X100T, die hat da, aber da passt, glaube ich, nur ein Bild drauf. Aber so quasi so, den einen Shot kannst du zur Not mitnehmen. Ganz was anderes, Powerboard, das ist ein so ein smartes Board quasi, so ein bisschen, wo man halt, wenn du Probleme hast mit Akkuladen, haben wir alle so ein bisschen, ne? Zu viele Kabel, zu viele Ladeschalen und so weiter und so fort, da ist also ein Kickstarter-Projekt, wo man halt so ein Board quasi ordern kann, wo man dann das ein bisschen organisieren kann. Kann man sich natürlich auch selbst bauen, weil die Ladeschalen hat man ja, ist halt ein bisschen gebastelt, sieht schick aus, ist wieder sowas, wo ich sehe und sage, ja, schick, cool. Aber kaufen würde ich es ja nicht, also ich nicht, weiß ich nicht. Zumal es auch immer weniger ein Problem ist, immer mehr Sachen haben ja auch irgendwie alle USB-C-Kabel. Selbst der gute alte Mac hat ja inzwischen eine USB-C, sodass man einfach ein Kabel hat, das man überall reinstöpseln kann. Ist ja eigentlich die bessere Lösung, ne? Fuji bringt eine neue X-Kamera im Mai. Nichts Genaues weiß man noch nicht, aber jedenfalls im Mai ist ja nicht mehr so lange hin. Wobei ich nicht weiß, Ankündigung und Verfügbarkeit ist ja dann nicht zwingend das Gleiche heutzutage. Ich weiß aber nicht, was da kommt, sondern nur, dass da was kommt. Sehr konkret hingegen ist es bei Sony ein neues 85mm Objektiv. Und zwar das 1.2er G-Master, das wird aktualisiert. Das gibt scheinbar schon, erste Testgeräte sind scheinbar im Einsatz bei Ambassadoren, sodass es aus dem Laufe der nächsten Monate dann auf den Markt kommen sollte. Wahrscheinlich nichts, wo die Welt drauf wartet, ne? Aber wenn du das jetzige hast und das Gefühl hast, dass keine Ahnung, was damit nicht stimmen könnte. Weil das 85er 1.2 G-Master ist ja sehr, sehr gut. Ist wieder so, ne? VW bringt einen neuen Passat raus. Ja, okay. Der alte fährt deswegen nicht schlechter. Interessant ist aber eventuell Wildrox. Die haben einen Adapter rausgebracht, der ist auch schon verfügbar inzwischen. Von alten Canon-Objektiven an neuen Sony-Kameras. Also wenn du noch ein paar alte Canon-Objektive rumliegen hast oder die halt bei eBay günstig schießen möchtest, dann könntest du die an die neue Sony anschließen, also E-Mount. Dabei ist mir eingefallen, dass ich das aufgeschrieben habe vorhin. Wir haben letztes Jahr im Sommer haben wir den Videokurs gemacht zum Thema Blitzfotografie. Da habe ich mal wieder meine gute alte Canon EOS R rausgeholt, die ich inzwischen verkauft habe. Die EOS R, 30-Megapixel-Kamera. Und daran angeschlossen habe ich das 24-105 von Canon. Das L-Objektiv, das alte, das legendär, also irgendwie das Reiseobjektiv, ne, 24-105, an der Canon 6D oder 5D oder so, über ganz, ganz viele Jahre habe ich das zum Beispiel tatsächlich als Reise immer Allrounder genommen und war immer happy damit, wie gut das ist und wie scharf das ist und so weiter. Ich mache die ersten Testfotos dann von meinem Model hier im Studio, Blitz und so, und guckt einer, ja, nicht scharf. Ich habe natürlich erstmal da, ich mache was falsch, ne, falsch fokussiert und so, alles Mögliche ausprobiert, bis ich verstanden habe, nein, das ist das Objektiv, das ist einfach nicht scharf. Weil man inzwischen so verwöhnt ist, dass auch günstige Kit-Objektive, also nicht Standard-Kit, sondern ein bisschen bessere Kit-Objektive und halt viele Bestmannweiten und so weiter, Zooms, irgendwie, was hier steht, komme ich gleich drauf, dass Objektive einfach so scharf geworden sind, dass ich gesagt habe, das stimmt doch was nicht. Und das war mal top auf Canon. So zum Thema alte Objektive, neue Kameras, ja, kann man machen. Man muss halt dann akzeptieren, dass die so gut sind, wie sie früher waren und nicht so gut, wie inzwischen die Einsteigermodelle teilweise sind. Mehr dazu gleich. Canon kündigt nächste Woche voraussichtlich die Canon EOS R5C an. Das ist, so wie die Gerüchte sind, ist das die EOS R5, nur mit einem aktiven Kühler drin für die Videoleute, die halt irgendwie mehr filmen wollen, länger filmen wollen, das versprochene 8K endlich auch nutzen wollen und so weiter. Da ist also dann wohl scheinbar ein Kühler drin. Nebenbei, ich habe die Canon EOS R5 hier liegen. Warum, erfährst du dann demnächst, weil ich habe damit was fotografiert natürlich. Nikon, Yongnuo bringt gleich mehrere. Yongnuo, ne, wer mir schon länger folgt, weiß, ich habe mit Yongnuo Blitzen die Blitzfotografie gelernt. Günstig, robust und so weiter, habe ich gerade gestern wieder einen im Einsatz gehabt. Also die benutze ich tatsächlich immer noch, die gehen ja nicht kaputt und die sind noch genauso robust, solide, primitiv wie früher und deswegen sehr erfrischend, angenehm zu benutzen.
Und die bringen also jetzt scheinbar mehrere Nikon-Objektive raus, zum Beispiel 85mm für Nikon Z-Mount. So, E-Mail an marketing@tamron, marketing@sigma. Warum macht Yongnuo das und ihr nicht? Lasst ihr euch von Yongnuo inzwischen abziehen, ja? Na gut, speaking of Nikon, was hier steht, ist das 28-75-28, das brandneue. Und was hier steht, ist das 24-70-28. Also das ist ja so ein bisschen so, ne? Das ist ja so ein bisschen die Alternative dazu. Beide 2,8, sehr ähnlicher Zoom-Bereich, wobei vorsichtig, 28 und 24 ist nicht das gleiche, ne? Das ist ein sehr großer Unterschied. Ich habe es vorbereitet. So, das ist das Tamron. Ach nein, das Tamron ist ja nicht, das ist ja das Nikon. Das Problem dabei ist folgendes, es ist voraussichtlich, man weiß es nicht so genau, ist das das alte Tamron für Sony. So, zum Vergleich. Das ist natürlich ein Unterschied, es ist ein rechter Unterschied. Das merkt man auch, wenn das Objektiv an der Kamera ist, dann ist sie einfach ein bisschen kopflastig mit dem 24-70 und mit dem natürlich nicht, weil kleiner leichter. Klapper, klapper, klapper. Müssen wir wegstellen. So, folgendes Problem. Das ist ein Vorserienmodell. Ich darf damit keine Testfotos machen. Also ich darf es benutzen, aber ich darf halt eben keinen Testchart oder sowas fotografieren. Von so erspare ich mir das. Wenn du ein Video sehen möchtest, der Martin Krollab hat ein 23-Minuten-Video gemacht, ohne irgendwas zu sagen mal wieder. Ist nicht böse gemeint, aber ja, ich war so ein bisschen so, ja, und jetzt ist... Taugt das jetzt oder nicht? Man weiß es nicht. Das Problem ist folgendes. Wenn das tatsächlich das alte Tamron ist, und da ist sich die Gerüchteküche ja ziemlich einig, dann ist es so, Tamron hat inzwischen selbst gesagt, das war okayisch, wir können es besser, wir haben Neues rausgebracht, weil das alte Tamron für Sony, das war immer so okayisch. Guter Preis-Leistung. Aber es ist halt nicht vergleichbar damit, von der Schärfe und Bokeh und so weiter. So, hat Tamron zugegeben, sie können es besser. Nikon sagt jetzt, wir nehmen das alte, machen es teurer, schreiben Nikon ran. Das ist jetzt mal die Gerüchteküche. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich darf es nicht ausprobieren. Von so her mache ich es auch nicht, schicke das zurück. Aber wir haben es mal einmal gesehen. Es ist halt kleiner, leichter natürlich. Das wesentliche Punkt ist, glaube ich, es kostet halt massiv weniger. Es kostet irgendwie nicht mal die Hälfte. Das ist natürlich ein Unterschied. Größe, Gewicht ist gar nicht so entscheidend. Würde ich mich nicht verrückt machen lassen, weil so oder so, es passt nicht irgendwie bequem irgendwie in die Jackentasche oder Hüfttasche. Auch Hüfttasche mit der großen Nikon. Ja, vielleicht, wenn du die Nikon Z5 hast oder sowas, eine kleine Nikon. Oder das an Crop nehmen möchtest, kann man ja auch machen. Ja, das ist ein Grund, warum ich das nie für Sony gekauft habe. Ich habe für Sony aber das Sigma. Das Sigma, was ist das, 28-70, glaube ich. Das ist halt nochmal deutlich kleiner. Und dann an der A7C, an der super kleinen Kamera. Und dann habe ich Größe wie eine APS-C-Kamera. Und dann macht das Sinn, weil das ganz bequem ist. Das verschwindet in meiner Hüfttasche. Das kann ich fast schon nicht ganz in die Jackentasche, aber so ein Handtäschchen oder so, das kann man halt überall hin tun. Gerade Familienkinderwagen, A7C und das Sigma, das Kleine, kann ich sehr empfehlen. Das ist schon wieder so ein Tick zu groß, was keine Kritik sein soll, ist ja klar. Man hat natürlich auch Nachteile. Sigma ist nicht besser, würde ich nicht sagen, aber es ist halt nochmal kleiner. Naja, wir haben Videos dazu gemacht, zu den Sigma-Objektiven. Wenn es das Tamron ist, dann kannst du dir da ein altes Review anschauen, zu den optischen Leistungen. So, dann ganz was anderes. Ulla Lohmann. Ulla Lohmann kennst du sicherlich hoffentlich auch, war schon öfter bei uns, wir haben schon öfter was zusammen gemacht. Die ist demnächst live mit ihrer, sie macht ja Corona-bedingt ein bisschen länger als geplant, ein Projekt 47 Länder, 47 Gipfel. Das heißt, sie wollte auf alle europäischen Gipfel steigen und natürlich dort fotografieren und hat da ein Projekt draus gemacht, das sich jetzt halt verzögert hatte, aber inzwischen scheinbar zu Ende geht. Und es gibt also einen Livestream, ich verlinke das. Also da gerne vorbeischauen, wenn du Ulla macht wirklich gute Vorträge, kann tipptopp vortragen. Also lohnt sich da, glaube ich, reinzuschauen. Ganz was Trauriges anderes. Der Wimmelbucherfinder ist 86 Jahre alt geworden, der Alfons Ali, der ist leider gestorben. Wimmelbücher, alle, die Kinder haben, kennen Wimmelbücher. Kannte ich nicht, bis ich eine Tochter hatte. Also gab es scheinbar schon zu meiner Kindheit so ein bisschen, aber na, vielleicht nicht ganz. Ne? Jedenfalls, so alt wie ich bin. Jedenfalls, meine Tochter liebt also diese Wimmelbücher. Wenn du es nicht kennst, google halt mal Wimmelbuch. Kleine Kinder lieben das. Und also wie gesagt, er ist leider gestorben. Es wird keine weiteren von ihm geben. Noch ganz was anderes. Ich habe eine coole Doku gefunden mit Gänsen. Und zwar ist da jemand, der fliegt mit Gänsen, hat so ein paar zahme Gänse quasi. Der geht mit denen fliegen und fantastische Aufnahmen, wie er halt quasi als Teil
der ist quasi Teil von diesem Gänseteam in der Luft und so weiter. Die fliegen ja so in Formation und er ist so Teil dieser Formation und so. Und hat dadurch natürlich grandiose Aufnahmen. Wenn man nur die Aufnahmen sieht und ich weiß, dass er da in dem Propellerding sitzt, denkt man, wie hat er das gemacht? Irgendwie 360 Grad Kamera auf einer Gans oder, also wirklich verrückt. Lohnt sich da zumindest mal durchzuseppen und bleibst du so hängen. Also kann man gucken. Wirklich faszinierend. Und ganz was anderes. Die Siedler kommen zurück. Ich werde es nicht spielen, habe ich mir ganz fest vorgenommen. Habe ich sehr viel gespielt früher. Ne, gibt's ja auch schon seit 30 Jahren, habe ich gelesen. Habe ich früher also sehr viel gespielt, die Siedler. Wer in meinem Alter ist, kennt die Siedler wahrscheinlich. Männlich und mein Alter. Computerspiele, Siedler. Kommt zurück übrigens von einem deutschen Entwicklerteam. So viel dazu. Wir gehen rüber zu Instagram. Wenn du möchtest, dass wir über deine Fotos hier sprechen, mach das Hashtag Wiesner-Nüsram. Über 300.000 inzwischen. Also sei Teil des 300.000, des 400.000 Projekts quasi. Klößchen 66 war am Ammersee unterwegs und nach seiner Meinung ist dieser alte Sprungturm eins der interessantesten Fotomotive vom Ammersee. Ich war, glaube ich, noch nicht im Ammersee, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Aber sieht sehr schön aus. Also tolle Stimmung, toll eingefangen mit den Wolken vor allem auch. Dass die so sich langziehen, in die richtige Richtung. Wolken ziehen, ne? Langzeitbelichtung, Wolken ziehen. Wenn die quer rüberziehen würden, wäre es doof. Die müssen auch in die richtige Richtung ziehen. Also der Wind muss in der richtigen Richtung stehen natürlich, damit das wirklich gut aussieht. Hat Klößchen 66 also ganz schön gesehen. Tolles Foto, Gratulation dazu. Fotogierig war in Kleinstadelhofen in Baden-Württemberg unterwegs. Zur blauen Stunde den einsamen Baum im Schnee. Geht immer, einsamer Baum, Schnee geht immer. Bei uns ist halt einfach flach. Bei uns geht sowas nicht. Ich suche schon lange sowas, weil bei uns halt immer flach. Und dahinter immer Wald. Also du hast einzelstehende Bäume, bei uns natürlich auch. Aber dahinter ist immer Wald. Du musst eine kleine Kuppe zumindest haben. Es gibt hier keine Kuppen. Wir sind in so einer langweiligen Gegend hier, Mann. Naja, also schönes Bild, schön gesehen, fotogierig. Und dann Novara Fotografie war in Frankfurt unterwegs. Er hat ein Foto gemacht, zu dem ich mal ein Video gemacht habe mit meiner Tochter, quasi Faust auf Faust. So ein bisschen so, wir sind ein Team. Und also schön nachgemacht. Diese große Männerfaust und eine kleine Babyfaust daneben, die haarige Männerfaust und halt eben die Babyfaust daneben. Deswegen finde ich, das wirkt besser bei Mann und Baby als bei Frau und Baby, weil die Männerhand größer ist und weil sie haarig ist und man sieht irgendwie Erwachsenenhand und bei dem Kind halt natürlich die Babyhand. Also mag ich total. Hat und auch schön nachbearbeitet und ein schöner Bildausschnitt. Ist gar nicht so einfach. Wenn man genau hinguckt, sieht man so ganz bisschen, doch wahrscheinlich hält seine Frau oder irgendwer, hält ja die Kinderhand. Ne? Man sieht ganz bisschen den Finger da noch. Den hätte ich noch weggefotoshoppt, so ganz ehrlich. Aber das sehen wieder nur Fotografen. Also alles gut, ist nicht böse gemeint. Halt einfach nur so ein ganz einfaches Foto, was nur schwierig zu machen ist, weil man das Kind halt schlafend erwischen muss, aber was natürlich ansonsten sehr, sehr einfach zu machen ist und halt schön ist, also schön, hängt bei uns an der Wand. So, Team Wiesner, wir machen, das habe ich letzte Woche vergessen anzukündigen, Felix Röser kennst du hoffentlich auch, war schon öfter bei uns unterwegs, folg ihm auf Instagram, es lohnt sich, der macht grandiose Landschaftsfotos, ist gerade in Frankreich unterwegs und mit dem machen wir zusammen ein Bildband. Voraussichtlich hoffentlich auch dieses Jahr Projekt. Wir wollen auch nochmal zusammen los. Wir haben zwei Reisen geplant mit ihm, so wir denn können und dürfen und so weiter. Werden wir dieses Jahr also noch ein bisschen was machen. Und zum Jahresende kommt es dann hoffentlich ein Bildband, weil seine Bilder, glaube ich, in groß gedruckt natürlich, auch sehr, sehr gut wirken. Also freue ich mich drauf. Er hat mir schon eine Vorauswahl geschickt. Sieht sehr, sehr gut aus. Mehr dazu dann, wenn wir dann einen Schritt weiter sind. Nächste Woche, Donnerstagabend 20.15 Uhr, schalten Sie ein. Da ist bei uns zu Besuch der Michael Martin, von dem habe ich schon öfter geschwärmt. Ich kenne ihn nicht persönlich, wir haben nur telefoniert. Der Motorradfotograf quasi eine Legende unter den Vortragenden, also der macht seit 30 Jahren Vorträge. Und er macht keinen Vortrag, sondern so Podcast mit Video halt. Also ich stelle ihm ein paar Fragen. Es ist live. Das heißt, du kannst ihm auch Fragen stellen. Wenn du also mit dem Motorrad irgendwie auf Tour gehen willst und ein paar Tipps haben möchtest, mach dir schon mal ein paar Fragen parat. Donnerstagabend 20.15 Uhr live bei uns im Studio. Und es gibt natürlich auch einen Rabattcode. Mehr dazu dann am Donnerstag. Ganz was anderes. Deswegen steht hier die Fuji rum. Mal ein bisschen was aus dem Bild nehmen hier. Deswegen steht hier die gute alte Fuji rum. Wo ist jetzt der Gurt hin? Ich habe mir einen schönen Ledergurt gegönnt. Sind ja alle so, ich bin ja gar nicht so ein Fan davon so richtig, aber alle sind ja Fan davon, deshalb habe ich da, jetzt muss ich das auch mal machen. Und jetzt, wo ich es in der Hand habe, also ich habe ihn jetzt noch nicht rangemacht, ne? Aber man kann sich's vorstellen. So, und zwar ist das eine kleine österreichische Firma, Bisambär.
aus Österreich. Ein ganz kleines Startup-Team. Die machen schöne Ledergurte, verschiedene Farben natürlich. Und hier steht es, Bisambär, kann man das lesen? Autofokus, Gesicht muss weg sein. Ja, aber der Chat ist zu klein, ne? Jedenfalls kann man die gravieren lassen. Hier steht für euch jetzt nicht zu lesen, weil Autofokus Challenge. Es gibt ja die Sony, die heißt XE10 oder wie die heißt, XV10, CV10, egal. Da gibt es einen Button für Influencer. Den gibt es halt hier bei meiner Sony leider nicht. Deswegen kriege ich das nicht hin, weil es zu klein ist. Gesicht verstecken. Jetzt müsste es gehen, ne? Das steht drauf, Zielfoto. Cool, hä? Kann man da gravieren lassen. Also sozusagen ein Unikat. Diesen Gurt gibt es nur einmal. Und an so einer kleinen alten Kamera sieht das natürlich sehr edel aus, oder? So. Ende Werbung für Bisambär. Aber glaube ich, ein ganz nettes Team. Wir haben ein paar E-Mails ausgetauscht. Ganz nettes, junges Team, die man vielleicht unterstützen kann, wenn man Österreicher ist oder Deutscher. Die verschicken auch nach Deutschland natürlich, ne? So, okay. Genug Werbung für Bisambär. Und cooler Name, Bisambär. Muss ich meiner Tochter mal erzählen. Die mag den Namen bestimmt. Ansonsten sind wir dran an der Finalisierung vom Zielfotomagazin Menschen. Die Elena, wer schon länger dabei ist, weiß, dass kennt die Elena Bokelmann, Fotografin hier aus dem Dorf, mit der ich ein paar Mal auch Videos gemacht habe. Dann hat sie halt irgendwie einen Job, wo sie keine Zeit mehr für mich hat. Aber im Moment hat sie Zeit gehabt und wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht für das Zielfotomagazin. Meine Frau war noch ein paar Mal hier, wir haben ein paar Artikel halt noch fertiggestellt zum Thema Menschen fotografieren. Mehr dazu dann im Magazin. Das werden wir leider erst im Mai drucken können, weil kein Papier. Aber wir werden das jetzt zeitnah fertig machen. Gastbeiträge sind dabei vom Andreas Jorns natürlich, von Jamari Lior. Jamari, auch eine ganz, ganz nette Dame, die mal bei uns im Podcast war. Beide waren schon mal zum Podcast. Dann Christian Zink, der macht Unterwasserfotografie. Auch coole Sachen, hat coolen Artikel gemacht. Cool, also auch mal was anderes halt natürlich. Dann der Zolak, der Olaf, der wohnt ja hier im Nachbardorf, war auch schon öfter bei mir in Videos und war auch schon öfter mit Beiträgen im Zielfotomagazin. Er ist natürlich wieder dabei. Er hat gesagt, er ist noch nicht fertig, aber er hat da was getrickst, sagt er, für den Artikel. Alexander Schmidt, das ist ein Rechtsanwalt, der hat einen Artikel geliefert zum Thema Streetfotografie, rechtliche Aspekte bei der Streetfotografie. Dann der Ulf Schiller, Sportfotografie aus der Schweiz. Und der Matthias Koch. Matthias, Influencer, Reisefotografie und so weiter, war natürlich auch schon mal zum Podcast. Und er hat einen coolen Artikel, den habe ich gestern gekriegt. Und gesagt, oh Mann, ich muss hier weg, ein guter Artikel, der so nach drei Sätzen irgendwie Magazin weglegen, losfahren. Hat er gut gemacht. So, das waren die Wiesner News. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Bleibt gesund, wir sehen uns nächste Woche. Ach so, apropos nächste Woche, habe ich nicht gesagt, ne? Ich habe hier übrigens für dich nicht zu sehen, hinter der Kamera steht der Tisch vom Sebastian, wo er jetzt ja nicht mehr sitzt, da stapeln sich die Kartons. Ich habe also einen Haufen Testgeräte hier, mit denen wir die nächsten Wochen dann auch mal Videos machen werden. Also ein paar Sachen habe ich schon fertig gemacht. Ich war diese Woche zum Beispiel hier bei uns im Fahrradladen und habe da eine Werkstatt fotografiert für einen Testbericht. Das, was ich da aber getestet habe, gibt's noch nicht. Deswegen darf ich nicht sagen, warum ich das getestet habe. Aber ich kann schon mal ein, zwei Bilder zeigen, natürlich nebenbei. Hat Spaß gemacht. Also es kommt viel. Es kommt die nächsten Monate viel an Material. Mehr dann, sobald ich sagen darf. Also bis nächste Woche. Tschüss.